meine lieben Freunde. Es ist für mich genau die gleiche Freude, wie sie auch für Sie ist, dass ich heute wieder mal hier sein darf, um in allem weiter nichts als nur das zu sagen, wieso das alltägliche Leben bei Ihnen aussieht, woraus es besteht und wie Sie überhaupt das Wichtigste nicht erleben können, was Sie erleben müssten. Und zwar nur aus dem einen einfachen Grunde, da Sie mit dem einen Wort Leben noch nicht das Richtige anzufangen wissen. Sagen Sie ja, sagen Sie nein. Sie wissen wirklich nicht, was das Leben, das Hiersein für Sie bedeutet. Sie, meine lieben Freunde, sind von vielem angegangen worden, so oft vom Bösen angehaucht, so oft haben Sie Böses hören und auch sehen müssen, und zu guter Letzt wurden auch Sie von dem Bösen erfasst. Das Böse ist immer das, meine lieben Freunde, das Sie in einer Unruhe versetzt hatte. Sie waren sich Ihres Hierseins nicht sicher. Sie waren unruhig. Und Sie wurden da erst recht von einer noch viel größeren Unruhe umgeben, von dieser erst recht erfasst, so dass Sie sich weder zu raten noch in der Lage gewesen wären, das Richtige zu tun. Sagen Sie mir doch, ob Sie mal in der Lage gewesen sind, wenn Sie die Unruhe in sich aufgenommen haben, ob Sie da dann das Richtige immer zu tun gewusst haben. Ein kleines Sprüchlein für Sie. Dem Menschen sei die Ruhe heilig. Ja, das sagen Einzelne. Ich sage, die Ruhe sei dem Menschen heilig. Denn nur, wie heißt es weiter? Hier in Wien sagen Sie, die Narren haben es eilig. Ist gut. Die Narren haben es eilig. Zu diesen wollten Sie niemals zählen. Also die Ruhe, meine lieben Freunde, ist das, was den Menschen wirklich zum Guten bewegt. Denn über dieser steht nichts. So sie die Ruhe bewahren, so wie sie gerade jetzt hier Platz genommen, wie ruhig sie hier sitzen. Sie selbst machen ja die Feststellung, was ihnen die Ruhe bietet. Doch nur das Gute. Wenn ich jetzt kurz die Frage aufwerfen würde, ich weiß, man hat den Gröning so und so geschildert, man hat ihm viele Titel zugelegt, man spricht von einem Wunderdoktor, man spricht von Wunderheilungen, man spricht von allem Möglichen, nur nicht von dem, zu dem man gehört und wie dieses alles möglich ist. Da bleiben wir bei diesem einen Wort, die Ruhe. Die Ruhe sei dem Menschen heilig. Und immer wieder werden Sie feststellen, als erstes, meine lieben Freunde, dass Sie sich wohlfühlen. So Sie sich zur Ruhe bewegt, so Sie hier zur Ruhe angehalten, Sie kommen rein, indem Sie sagen, hier muss ich mich ruhig verhalten. Es war nicht laut hier drin, ich habe wenig Laute draußen gehört. Sie haben sich wirklich ruhig verhalten. Und diese Ruhe, die Sie jetzt aufgenommen, gibt Ihnen doch ein gutes Gefühl. Ich müsste jetzt so fragen, wer hat kein gutes Gefühl? Wer hat ein unruhiges Gefühl? Bitte, der kann sich ruhig melden. Und es meldet sich einer, seien Sie nicht feige, melden sich doch. Haben Sie ein gutes Gefühl, ein ruhiges Gefühl? Tut Ihnen das gut? Bitte, dann tun Sie es immer. Bewegen Sie sich zur Ruhe. Nehmen Sie die Ruhe in sich auf.
bewahren Sie die Ruhe und lassen sich nicht um diese bringen, dann wird vieles anders sein. Moment. Oft sagen wir, ja, ich sage schon alles. Wollen Sie mir bitte lieber nicht sagen, ich sage Ihnen schon, was ich zu sagen habe. Ich spreche nur aus dem Leben, wie Sie das Leben bisher gelebt haben. Oft kann man nicht. Warum kann man nicht? Weil man von unruhigen Geistern, von unruhigen Menschen umgeben ist, die einem immer wieder erneut in Unruhen versetzen. Und wenn Sie in eine Unruhe geraten sind, dann stehen Sie so da. Zuletzt geht es so. Und Sie wissen weder ein noch aus. Sie bringen alles durcheinander. Das heißt, weil Sie selbst sich haben durcheinander bringen lassen. Sie haben nur die eine Sorge in diesem Leben, die Ruhe zu bewahren, die Ruhe nicht zu verlieren. Und alles dazu zu tun, dass Sie nicht um diese gebracht werden. Wie gesagt, wenn Sie Böses hören oder Böses sehen oder dass Sie wirklich von bösen Menschen, das heißt, die Böses in sich tragen, angegangen werden, meiden Sie das alles. Und Sie fühlen es doch. Sagen Sie nicht, Sie haben es nicht gefühlt. Sie haben immer wahrgenommen, wenn Sie einen Menschen vor sich gehabt, der nicht gut, das heißt, der nichts Gutes in sich hatte, fühlten Sie es. Entweder war das Herz ein bisschen schneller oder Sie waren erregt. Sondern nun, warum bin ich erregt? Danach sind Sie drauf gekommen, ja, seitdem der Mensch hier in meiner Wohnung, seitdem er in meiner Umgebung ist, seitdem er in meiner Nähe ist, bin ich unruhig. Meistens haben Sie diesem allen keine Beachtung geschenkt, aber festgestellt haben Sie es schon im Leben. Das ist genau das Gleiche, wie Sie jetzt hier sind und Sie kommen heim und sind daheim. Und da sind wirklich unruhige Geister, wie Sie ja sonst auch sagen, Ihre Angehörigen oder Verwandte nur, meinetwegen auch die Bekannten, mögen es auch nur die Nachbarn sein, dass Sie dann unruhig sind. Es gibt Menschen, die sich schon weit zuvor darauf einstellen, ja, hier ist gut. Das ist das Gleiche, wie wenn Sie bei einem Menschen sind oder überhaupt in einer Familie auftauchen, die Gutes in sich tragen, fühlen Sie sich immer wohl, wie zu Hause, sagen Sie. Obwohl Ihr eigentliches Zuhause nicht so ruhig ist, aber damit hat man was anderes gesagt und will man auch was anderes sagen, wie zu Hause. Nun aber, wenn Sie sich danach wieder auch da selbst darauf eingestellt, wenn ich jetzt wieder heimkomme, dann ist wieder die Hölle da. Da ist wieder die Hölle los, oder wie Menschen sonst zu sprechen denken. Und so ist es auch. Doch vorher nicht schon darauf einstellen, um das Böse aufzunehmen, sondern die Ruhe zu bewahren, sich um diese nicht bringen lassen. Die Kraft Gottes wirkt überall. Der Mensch muss sie nur aufnehmen. Und hier ist er wirklich gesichert, erst recht dann gesichert, wenn er von sich selbst und von all dem überzeugt ist, was ihm ungut oder auch gut getan hat. Denn das Ungute, dass diese Menschen, die ihm das Böse übertragen haben, wenn einer erregt ist und fummelt ihn da so rum und macht alles Mögliche, dann sagen sie, hören Sie auf damit, Sie machen mich nervös. Mit Ihren Rumlaufen machen Sie mich nervös. Mit Ihren Reden machen Sie mich nervös. Sollte ich Sie nervös machen, bitte sagen Sie es mir, dann höre ich auf. Machen Sie mich nervös. Aber so geht das hin und her, liebe Freunde. Sie selbst haben es doch festgestellt. Nun, eines mit dem anderen. Wenn ein Mensch immer nur das Gleiche tut, und wenn er nur den Stuhl nimmt und stellt ihn so hin und stellt ihn wieder so hin, ein, zwei, dreimal sehen Sie es, mittlerweile geht Ihnen alles in den Kopf und Sie machen damit, ja, nun hören Sie doch auf, lassen Sie doch den Stuhl stehen, wo er steht. Das sind nun so einige wenige Beispiele dafür. Es gibt aber mehrere. Festgestellt aber haben Sie, was Sie erregt hatte. Und diese Erregung, liebe Freunde, die Sie immer wieder aufgenommen, ich müsste schon sagen, von Stund zu Stund aufgenommen haben, immer gibt es etwas anderes. Immer wieder gibt es Erregungen. Ja, und das sammelt sich. Und das tut Ihnen, das tut Ihrem Körper nicht gut. Und dann kommen die Unstimmigkeiten.
Wenn sie zu sehr erregt sind, verlieren sie sogar den Appetit durch die Unruhe, dann verlieren sie den Appetit am Essen. Und sie haben keine Nachtruhe, sie haben gar nichts mehr. Und jetzt ist guter Rat teuer. Was jetzt tun? Sie flattern förmlich. Das ist immer ein Zeichen, dass ihr Körper energielos ist. Sie haben die Energien verbraucht. Sie sind wirklich vom Bösen angegangen worden. Wenn Sie einmal böse Erfahrungen gemacht haben, Sie haben mal die Straße überquert und die Fahrgestelle, die rollen von allen Seiten. Welche sind, brauche ich Ihnen ja gar nicht aufzuzählen. Sagen wir, Sie haben mal die Erfahrung gemacht, Sie wurden mal angefahren. Oder Sie haben so etwas gesehen. Wie unsicher, wie erregt gehen Sie schon über die Straße. Statt in Ruhe zu fahren, nach links zuerst und dann nach rechts zu schauen, ist wirklich frei, rübergehen, ja jetzt kann ich, aber ist rechts auch frei, wenn ja, gehe ich rüber, gebe Acht, dass ich meinen Körper richtig führe, in Ruhe. Kommt doch plötzlich Gefahr von der rechten Seite, dann bleibe ich stehen. Wenn Sie aber jetzt hin und her gehen, dann kommt die große Gefahr auf Sie und Sie verursachen dadurch noch ein Unglück. Durch Ihre Unglück. Da geben Sie ungewollt das Böse, das heißt die Erregung, schon hier in diesem Fall den Fahrer mit auf den Weg. Der weiß jetzt nicht wohin. Das heißt, der Fahrer, das ist der Führer. Haben Sie ja keine Führer. In Österreich. Sie haben doch Führer hier. Oder haben Sie Fahrer hier? Bitte? Fahrer. Ja, bis jetzt weiß ich, dass jeder nur einen Führerschein hat. Ich habe auch nur einen Führerschein, keinen Fahrerschein. Und da müssen Sie Obacht geben, wie ich Sie sage. Ja. Nun sind Sie ungewollt, nehmen Sie zuvor, bevor Sie die Straße überqueren, nehmen Sie schon das Ungute auf. Es wird auch wohl nichts passieren. Schon stehen Sie da. Ja. Und das übertragen Sie schon auf den anderen, auf Ihren Nächsten, auf Ihren Mitmenschen, der auch in einem solchen Fahrgestell sitzt oder auf so einem Fahrgestell sitzt. Das nimmt der schon auf. Sehen Sie? Ungewollt. Nun, wenn Sie immer so sein würden wie heute hier, dass Sie so ruhig sitzen, jetzt nicht andere, nicht böse Gedanken aufnehmen, sondern nur gute Gedanken aufnehmen, das heißt, so Sie doch wirklich das Gute wollen, wie Sie das Gute doch nötig haben. Wenn Sie beim Arzt erschienen sind, so Sie den Arzt aufgesucht, was haben Sie ihm gesagt? Ja, Doktor, hier und da. Und was weiß ich, was Ihnen aufgezählt, sodass der Arzt selbst nicht gewusst hat, mit Ihnen nun das Rechte anzufangen. Der sagt sich selbst, wenn er es Ihnen auch nicht so persönlich gesagt hat, aber die Frau ist förmlich durcheinander, die ist weiter nichts als nur nervös. Die braucht mal Ruhe, die braucht mal Ausspannung. Oder es ist der Mann, es ist egal, wer es ist. Ja, schauen Sie, wodurch kommt dieses alles hier zustande? Ich sage mit Recht, verhüten ist besser als heilen. Warum versetzten Sie sich oder ließen sich in diese Unruhe versetzen, dass die Unstimmigkeiten zustande kamen? Ich hätte dann zu diesem allen eher einen Grund, erregt zu sein. Wenn man ihnen nur ein Wort gesagt hat, das heißt, das nicht zu ihnen gehört, ein schmutziges, ein böses Wort, oder waren es zwei, waren es drei, oder gab es überhaupt einen Kladderadatsch, so hast du aus nächster Nähe, in der Nachbarschaft. Ja, wie waren Sie deprimiert, wie waren Sie erregt? Na, was war denn da alles? Sehen Sie, über all das Böse stehen, das Menschen von sich geben, gegeben haben. Und lassen Sie es gesagt sein, es gibt ja viele, viele Menschen, die nur Böses aufnehmen und sie müssen das Böse wieder von sich geben. Das Verständnis müssen Sie dafür haben. Sollten Sie es nicht haben, ja, dann ist es traurig um Sie bestellt. Ich sage nicht viel, liebe Freunde, aber ein ganz kleines Vorbild bin ich Ihnen doch. Wenn auch nicht groß. Bitte, der Name Gröning ist gefürchtet. Ja, was tut und was lässt denn der? Wie hat man den Gröning geschildert? Wollen Sie mal, ich würde es mir mal erlauben, hier nach Wien in mein Pressearchiv zu bringen. Und dann könnten Sie mal lesen, was da alles drinsteht. Demnach müsste ich die Frage jetzt
so nebenbei an sie richten. Tja, und dann kommen sie zu mir, wo ich so ein schmutziger, ein dreckiger Mensch sein soll, ein Scharlatan, ein Lügner, ein Betrüger, ein Gauner, was weiß ich, was alles. Und dann kommen sie. Tja, sie wollen Wahres erfahren. Nicht vollgründig, sondern nur durchgründig, an sich selbst, das können sie. Denn wichtig sind sie. Aber wie gesagt, warum habe ich davon weniger Notiz genommen? Das habe ich im Jahre 1949 gesagt. Mein Pressearchiv, sage ich, das wird sich so hoch ansammeln. So lang und so hoch mein Körper ist, so wird das auch sein. Es ist nahe dran. Ich habe heute gerade noch ein Telefongespräch nach Hause geführt. Ja, und da wird fester noch geklebt, fester noch gearbeitet am Pressearchiv. Das heißt, es ist noch nicht vollständig, es kommen hier immer wieder noch neue Artikel. Glauben Sie vielleicht, ich würde die schöne Zeit dazu nutzen, so einen Artikel zu lesen? Oder das aufzunehmen oder mich zu ärgern? Nein. Schauen Sie, immer wieder stelle ich nur fest, wenn es auch nur einige wenige Sätze in ganz kurzen Zügen, stelle ich nur fest, dass das alles frei erlogen und frei erfunden ist. Also ich habe mich überzeugt, kann mich keineswegs beunruhigen. Zum Gegensatz, wenn man Ihnen etwas gesagt hatte, ja, nur ein Wort. Ich will die Worte gar nicht brauchen. Sie werden ja selbst wissen, ne? Wenn man Ihnen etwas Böses gesagt hat, wie Sie sich gleich beleidigt gefühlt, wie Sie gleich erregt waren, wie Sie gleich abbauten. Und wie sie gleich in einer Unruhe waren, so dass sie, Herr Jünger, lass mich sein, ich will schon nichts essen, ich kann nicht. Und dann ging die Schlotterei los. Und dann kam die Unstimmigkeit. Dann hatten sie ihren Körper in Vergessenheit gebracht. Sie haben ihn um die Kraft, um die Energien gebracht, die sie für ihren Körper nötig haben. Um all das wurden sie dadurch gebracht. Ich sage mit Recht, die Ruhe sei dem Menschen heilig, nur Verrückte haben es eilig. Letzteres habe ich nicht, ich habe es nicht eilig. Ich behalte die Ruhe bei. Ich bewahre sie. Denn die Ruhe ist mir das Allerheiligste. Und ich lasse mich von niemandem um diese, nämlich göttliche Ruhe, bringen. Oder wollten Sie das so? Aber bitte, was haben Sie getan? Und Sie wundern sich, dass Sie in so große Unstimmigkeiten geraten, dass Sie sich nicht glücklich fühlen, dass Ihr Leben gestört ist, dass dieses ihr Leben nur ein unruhiges Leben ist, kein ruhiges Leben mehr, wenn sie dafür und dafür ein Ohr haben und dafür die schöne Zeit vergeuden, sich diesen Quatsch, diesen Kladderadatsch anzuhören. Ja, haben Sie das nicht alles schon festgestellt? Das war doch so. Durch die Unruhe kam das Ungute, durch die Ruhe das Gute. Und das, also die Ruhe, das tut ihnen gut. Es ist ihnen aufgefallen, Freunde, so sie schon einmal im Krankenhaus gewesen sind oder daheim das Bett haben liegen müssen. Wenn der Arzt gewesen ist, hat er gesagt, unbedingte Ruhe. Und so sie die Ruhe gehabt haben, keine Erregung, dass sie keinen Besuch hatten, der ihnen Erregtes dazu getragen, war gut. Wenn das aber nicht der Fall gewesen ist, man hat ihm dieses, das und jenes erzählt, dann waren sie auch in einer Unruhe. Oder aber zumindest haben sie doch schon mal am Krankenbett gestanden, so dass, wenn sie diesen Kranken was erzählt oder dass ihnen etwas berichtet wurde, nur hat der oder die noch dieses, das und jenes erzählt, das soll zu Hause so und so sein, das lässt mir schon keine Ruhe her. Sehen Sie, das haben sie alle schon festgestellt, das wissen sie, ich bringe ihnen nichts Neues. Aber wollen Sie immer so leben? Das ist nun meine Frage. Wollen Sie immer das Ungute aufnehmen? Wollen Sie dem Bösen immer Gehör schenken und die schöne Zeit für ihr hergeben? Und dass Sie nachher in Unstimmigkeit landen? Ich wage es nicht zu fragen, den Einzelnen, wie ihm das schon im Leben ergangen ist, wie er, das heißt, seinen Körper in Unstimmigkeit geraten ist. Und wenn Sie dann den Arzt aufsuchen, das heißt, so mal da und dort, der Körper, der kann verletzt werden oder sie packen mal zu viel des Guten ihm zu, das heißt vor allen Dingen an den festen Feiertagen, dann wird etwas mehr
und es war besonders Gutes gegessen, das heißt, es führen sich dann zur Leibe und dann ist der Magen, das alles verstimmelt und dann dachte ich, ich habe so eine Schmerzen, ich weiß nicht, ich habe dies, das und jenes. Bitte, das brauche ich Ihnen gar nicht sagen, Sie haben es ja selbst gesagt. Aber wenn dieser Arzt, und der ist meistens ja dann auch vernünftig und sagt, naja, kleine Magenverstimmung oder so etwas, oder ja, Sie haben Ärger gehabt, dann gut, beruhigen Sie sich mal, das wird schon alles werden. Genau das gleiche, liebe Freunde, wenn man ihn mit Bösen angegangen und dass es weiter um sich gegriffen hat, dass dieses womöglich schon zu einem Prozess geworden ist, wie stehen Sie denn da? Na? Und das ist mit Ihnen gar nicht mehr zu reden, gar nicht. Sie bringen alles durcheinander. Sie bringen den Rechtsanwalt, wenn Sie sich einnehmen, nehmen müssen, bringen ihn durcheinander und das Gericht bringen Sie auch durcheinander, statt die Ruhe zu bewahren und zur Wahrheit zu stehen. Es ist doch nichts Beunruhigendes. Es fragt sich nur, ob und inwieweit Sie es aufgenommen haben. Wenn ja, bitte, dann rufen Sie sich selbst an und sagen, das darf ich in Zukunft nicht mehr tun. Denn da schade ich mir ja selbst. Da baue ich ja meinen Körper ab. Also wenn Sie das immer wollen, bitte, dann tun Sie es weiter so. Ich weiß, dass Menschen sich auch in den Glauben versetzt haben, ja, der Gründung macht Heiler Heile. Freunde, das gibt es gar nicht. Ein Mensch kann es nicht. Das heißt, er selbst, er kann es, um den es geht, der diese Unstimmigkeiten in sich aufgenommen hat. Oder dem wirklich ein Unglück passiert, der angefahren oder irgendwie hier verunglückt ist, es kommt ganz auf ihn selbst an. Wenn nicht alle, aber einige werden es auch wissen, dass wenn ein Mensch mal ein Glied seines Körpers oder ein Teil von seinem Körper verloren hatte durch einen Unfall, solange er es nicht gesehen, war alles gut. Wenn er aber gesehen, dass man ihm die Hand abgefahren oder abgedrückt worden ist, dann fiel er es in Ohnmacht. Solange nicht, sehen Sie, es ist nichts vorhanden. Ich will heute nicht zu weit ausschweifen, aber so etwas Kleines, Winziges will ich Ihnen doch mit auf den Weg geben. Bei Ihnen hier etwas wachrufen, in Erinnerung rufen, wer jetzt in Wirklichkeit auch die Schuld trägt. Sie sind meistens, das heißt, Sie stellen sich schuldlos an, indem Sie auch sagen, ja, der hat mich aufgeregt oder der hat mir dies, das und jenes gesagt, hätte mir das nicht gesagt, wäre das nicht gekommen. Ja, hättest du das nicht aufgenommen, sage ich, dann wäre es gut gewesen. Wärst du so, wie ich bin, das heißt, ich habe gesagt, ein kleines Vorbild, dass ich mir aus all dem Dreck nichts mache. Ich weiß da zu antworten, aber besser zu antworten, nicht über die Zeitung, nicht über die Presse, sondern ich werde dieses in einem Buch zu schreiben wissen, das nicht noch eine andere Verwendung hat. Sie verstehen mich. Und das kann jeder immer noch lesen, das kann man weiterreichen, es bleibt, es kriegt einen guten steifen Deckel, damit das nicht so verknautscht. Ja, Freunde, da die Wahrheit danach schildern, das alles rauszustellen, und ehrlich muss ich Ihnen sagen, ich werde all diesen Menschen, die Böses über Gröning geschrieben haben, werde ich mich herzlich bedanken. Das glauben Sie mir. Ich bin gar nicht so wie Sie, der da schimpft wie ein Rohrspatz und sagt, diese Lumpen, bitte, ich will die Worte gar nicht in den Mund nehmen, gehören hier nicht hinein. Ich werde mich nie erregen lassen. Ich kann nur mit dem Kopf schaffen oder man müsste sagen, mit den Ohren schlackern, was diese Menschen alles so von sich geben. Das sind die reinsten Märchenerzähler, was weiß ich, man könnte sie auch Spinner nennen. Die müssen doch ehrlicher zu sich selbst sein. Denn das, was sie von sich geben, das haben sie in sich. Das ist deren Visitenkarte. Also, mich hat es keineswegs beunruhigt. Aber wenn sie die kleinste Kleinigkeit beunruhigt hat, und dass Sie da dann so ein unruhiges Leben führen, dass die Unstimmigkeiten aufgetaucht sind, ja Freunde, und das ist dann Ihre Schuld. Seien Sie nicht feig und sagen, hier, der Onkel Otto oder die Tante Jule ist schuld oder was weiß ich wer. Nein, Sie selbst, weil Sie es aufgenommen haben, hüten sich in Zukunft davor. Bewahren Sie die Ruhe. Nehmen Sie diesen kleinen Leitspruch mit.
die Ruhe sei dem Menschen heilig. Na, das ist sehr viel. Oder glauben Sie nicht, dass das dann so werden wird? Schauen Sie, wenn hier jetzt an meiner Stelle einer stände, ein anderer stände, der anstatt das Gute, das Böse gibt, würden Sie dann auch so ruhig sitzen? Ja? Würden Sie dann so ruhig sitzen? Nein. Dann würden Sie doch erregt sein. Und dann, ja. Ja, was will denn der? Und wenn er auch leise spricht, aber ist egal. Sie fühlen es. Wie Sie es immer im Leben gefühlt haben, ob der Mensch gut ist, das heißt, Gutes in sich hat oder nicht Gutes in sich hat. So ist es doch. Wenn ich jetzt zu den Einzelnen gehen würde, wie fühlen Sie sich, ja. Das muss ja gar nicht sein. Das haben Sie selbst festzustellen. Denn ich, so ich hier stehe, stelle ja auch fest, ob Sie ruhig sind oder nicht. Wenn eine Unruhe da vorkommt, ja, das kann man auch aufnehmen, wie Sie es ja auch aufgenommen haben. Nur haben Sie all diesem weniger Beachtung geschenkt. Sie hatten ja nicht so viel Zeit, Sie mussten ja etwas anders tun. Es musste alles schnell, 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 schnell gehen. Und bei diesem ist so vieles passiert. Wie gut es aber auch ist, liebe Freunde, und wie gut es auch für Sie wäre, wenn Sie keine Menschen böse sind, der Ihnen Böses zu hören oder Böses zu sehen oder auch Böses zu fühlen würde. So Sie ihn nicht böse sind, aber auch niemand. Ich weiß, Sie hassen sehr leicht und Sie beneiden auch Menschen. Aber Sie geraten auch sehr leicht in einem Zank und in einen Streit. Wenn Sie an Gröning das tun wollen, bitte, da können Sie alle kommen. Setzen Sie alles dran, mich in eine Unruhe zu versetzen. Dann lache ich. Warum? Es kommt mir so lächerlich vor. Ich sage ja, ihr wollt was. Das, was ihr wollt, könnt ihr hier nicht anbringen. Das nehme ich gar nicht an. Aber wenn Sie glauben, das loswerden zu müssen, dann los noch mehr. Und Sie können mir die gemeinsten Worte sagen. Dann müsste ich Ihnen das von dem sagen, wie ich schon gesagt habe, wie Menschen es eilig haben, sie überhasten sich und bringen alles in Front. Und ich bin sogar froh, ich fühle mich sogar glücklich, wenn sie Böses von sich geben. Und ich frage dann so in aller Ruhe, na hoffentlich haben sie jetzt alles Böse von sich gegeben, sollten sie noch was auf Lager haben, also los immer noch auf den Grünen. Aber das geht ja bei ihnen vorbei, ist aber gleich. Ich nehme es wirklich nicht auf, ich nehme es nicht an. Und er gibt es nun von sich und so er das von sich gegeben und er merkt ja, dass ich ihn nicht böse bin, dann sagt er, regt sie das gar nicht auf. Nee, sagt, jetzt wird er erregt, sagt er, nein, ich habe ihm doch schon so viel gesagt. Er sagt, ich bin mir zu wenig. Ich bin nur froh, lieber Freund oder liebe Frau, dass Sie das Böse jetzt von sich gegeben. Na, wie fühlen Sie sich denn jetzt? Ja, jetzt fühle ich mich etwas leichter, dass ich Ihnen die Wahrheit gesagt habe. Ach so, Sie glauben, das wäre die Wahrheit. Nein, sage ich. Ja, Wahrheit ist es auch, denn Sie hatten das Böse in sich und Sie hatten es nötig, mal loszuwerden. Ich frage Sie, liebe Freunde, wenn Sie und wie Sie auch doch wirklich unter Menschen genauso sind wie auch ich, wenn Sie mal lange viel Böses in sich aufgenommen hatten und Sie haben immer zu Ihren Allernächsten, mit dem Sie gerade zusammenkamen, gesagt, ja, wenn ich mit denen zusammen, aber dem sage ich die Wahrheit, aber dem wird Herrn Sinn vergeben. Wartet mal, was ich denen zu sagen habe. Das ist schon vorher und er steigert sich da drin. Und immer wieder. Meistens ist es so, wenn er den gerade vor sich hat, dann kann er es nicht anbringen. Jetzt muss der andere ihn erst reizen. Und ich kann sehr gut reizen. Das ist ja, kommt doch so ein bisschen. Und da kommt der Mensch heraus. Aber das tut ihn immer gut. Denn bis jetzt ist es immer so geworden, wenn ich mit all diesen, die einst zu meinen Feinden zählten, wurden meine Freunde. War nicht so gut. Sag ich, komm, du hast etwas drin. Das merkt er gar nicht. Und er gibt dann das Böse von sich. Ich weiß aber warum, ich weiß wieso und ich weiß weshalb. Nun,
Nein, war das nur aber nicht. Aber wie oft haben auch Sie mal dem einen und dem anderen die Wahrheit gesagt? Haben gesagt, die Wahrheit gesagt, das gesagt, was Sie in sich aufgenommen hatten. Das war so viel Böses. Es ist ja Wahrheit, dass Sie das Böse auch in sich hatten. Und dass Sie Ihnen das mal so vom Kopf geschleudert haben. Na? Wenn der andere jetzt erregt gewesen ist, ist das Zeichen dafür gegeben, dass er das Böse angenommen hat. Dann war der flatterig und der konnte sich da nicht beherrschen und möglich, dass sie was abgekriegt haben, dass sie ein paar Hiebe gekriegt haben. Das kommt dann vor. Aber wie leicht haben sie sich gefühlt, wenn sie einem Menschen das mal gesagt haben? Oder wie oft haben sie es von ihren Nächsten gehört, wenn er ihnen derartiges gesagt hat, dann hat er gesagt, jetzt ist mir leichter. Oder wenn er ihnen das berichtet hat, den habe ich die Wahrheit gesagt. Aber der hat sich recht, den habe ich alles gesagt. Und jetzt ist mir leicht. So, und jetzt kann ich wieder essen, jetzt habe ich wieder meine Ruhe. Ist Ihnen das alles noch nicht aufgefallen? Hm? Aber Sie können sich steigern. Das heißt, Sie können alles steigern, das Gute, auch das Böse. Wenn Sie hier etwas hören würden, es wäre hier ein Mensch, der Ihnen hier etwas erzählt hat, von dem einen oder den anderen Ihrer Nächsten. So, soll ich das glauben? Ist es wahr? Da würde ich Ihnen sagen, aber bitte, bitte sagen Sie nur nicht, dass ich es gesagt habe. Wie oft hat man Ihnen das gesagt? Liebe Freunde, da ist viel faul, wenn einer sagt, nur nicht sagen, dass ich Ihnen das gesagt habe. Nun, der Nächste erzählt es Ihnen auch. Der hat es nämlich weitererzählt. Sag's ihm mal, sag's. Aber ja, nicht sagen, dass ich es gesagt habe. Es ist einer, der da so rumschleicht und dieses weiter verbreitet. Und Sie bekommen es zwei, dreimal zu hören. Und Sie steigern sich jetzt selbst, Sie können jetzt nicht anders und sind derart empört. Ja und? Sie bauen an. Oder nicht? Sodass Sie zu guter Letzt nicht mal Ihren Beruf, Ihre Tätigkeit nachgehen können. Und wozu das alles?